Geschichte weiter. Nun ist der Punkt gekommen, an dem es ohne Hilfe nicht mehr weitergeht. Bald ist Martin zur Stelle, das war ein Bekannter damals im Ort, in Skorsbysund, und zu zweit versuchen wir, das Vieh aufs Trockene zu ziehen. Das gelingt uns schließlich unter Aufbietung aller Kräfte, aber nur, indem wir den Hai schon im Loch in zwei Hälften zerlegen. Daher gibt es auch kein Foto vom kompletten Hai, der immerhin 3,50 Meter lang war. Definitiv der größte Fisch, den ich je gefangen habe. Martins weitere Hinweise, now you should cut it into stripes, then get your dogs and bring it home, beschreiben kurz und bündig den Rest des Tages. Unter den sachkundigen Blicken einiger Schaulustiger aus dem Ort, vor allen Dingen Kinder, zerlege ich den Hai in transportable Streifen, was einige Stunden in Arbeit nimmt. Der einzige knöcherne Bestandteil ist der Kiefer. Alle sonstigen tragenden Teile sind aus Knorpel, den ein normales Messer einfach zerschneidet. Die sandpapierartig raue Haut hingegen ruiniert die Schärfe jeder Schneide bereits nach wenigen Schnitten. Der Abtransport erweist sich als besondere Herausforderung. Meine Hunde haben nun 2 Tage lang keinen Auslauf gehabt und wollen nichts lieber als sofort mindestens bis nach Kap Tobin galoppieren und nur mit einigen Zickzack kann ich sie zum Hai bringen. Sobald sie diesen gewittert haben, sind sie wiederum kaum auf Abstand zu halten. Wie nun das Fleisch auf den Schlitten laden, ohne dass dieses gleich von den Hunden verzehrt wird? Zunächst muss ich einen Parkplatz schaffen, also den Schlitten parken und schnell eine Hundekette zwischen einem Stück Eis und ein paar rasch im Schnee verbuddelten Brettern spannen. Daran werden nun die Hunde verankert und ich ziehe den Schlitten ein paar Meter weiter hin zu den Haistreifen. Schätzungsweise 200 Kilo Haifleisch sind zu verladen, späteres Zählen der Streifen weist auf eher noch größere Mengen hin. Jedenfalls passt alles gerade so auf meinen relativ kleinen Schlitten. Schließlich muss dieser wieder zu den Hunden, was ich nur schaffe, da noch ein paar neugierige Kinder herumstehen, die auf jede Gelegenheit warten, mit anfassen zu können. Die Hunde einzeln zum Schlitten zu bringen, funktioniert nicht, da die ersten Hunde die Ladung auseinandernehmen würden, während ich die nächste holen würde. Das liest sich alles vielleicht recht einfach in diesen wenigen Sätzen, aber wenn ich zurückdenke, wie es mich mit schwerer Last im tiefen Schnee auf Trab gehalten hat, steht mir jetzt noch der Schweiß auf der Stirn. Nun können die Hunde erst einmal zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Das erste Stückchen durch den tiefen Schnee schiebe ich noch mit, aber sobald wir auf eine Spur kommen, muss ich mich beeilen, um noch auf die mit einem Tuch abgedeckte Ladung zu springen. Jetzt zeigt mein Sixpack, die 6 Hunde, was sie tatsächlich können. Gute 200 Kilo Haifleisch, dazu 3 Kinder, 3, ich mit oben auf und sie traben in den Ort, als läge auf dem Schlitten nichts als ein saures Drops, lass es auch mal 2 sein. Helge Schneider-Fans kennen das Zitat. Jeder Hund zieht mehr als 70 Kilo und es geht schneller, als ich im Schnee laufen könnte. Unglaublich. Ein Loblied auf die Schlittenhunde. Somit bekommen die 6 Läufer heute trotz kurzer Strecke ihren Sport und bald darauf steht der Schlitten mitsamt Ladung an meinem Parkplatz. Allerdings ist es völlig unmöglich, mit dem Hundeschlitten der Straße hinauf zum Haus zu folgen. Sobald die Hunde wieder vor Anker liegen, steht mir somit als krönender Abschluss noch bevor, alles den Hang hinauf zum Haus zu schleppen. Nun bewährt es sich auch, dass ich neulich die Kästen am Haus gebaut habe. Da soll alles erst einmal für heute hinein und dort übernachten, für streunende Hunde unzugänglich. Ich war über 12 Stunden draußen, fast ohne etwas gegessen zu haben. Zeit spielt keine Rolle, aber der Körper verlangt nach Ruhe und Kalorien. Ich schaffe es gerade noch, ins Haus zu kriechen und einen Topf Nudeln zu kochen. Ein Königreich für eine Dusche. Wie bereits erwähnt, habe ich kein fließendes Wasser und noch viel weniger eine Dusche. Aber es gibt reichlich Schnee hinterm Haus und das ist fast so gut wie fließendes Wasser. Und mittels eines großen Plastikbottichs ist bald darauf ein kleines Bad improvisiert. Noch ist die Haigeschichte allerdings nicht abgeschlossen. Die Streifen müssen noch eine Zeit an der Luft trocknen, ehe sie Hund oder Mensch als Futter dienen können. Am nächsten Morgen bin ich damit beschäftigt, einen kräftigen Balken an der Hauswand zu verschrauben, was bei der ganzen Haiangelei wohl das Gefährlichste ist. Ein Baugerüst wäre nicht schlecht gewesen. An diesem werden die vielen schönen Streifen nun aufgehängt
auf das die arktische Sonne nun das, wie heißt es noch, Trimethylaminoxid aus ihnen herausbrutzeln möge. Und dann kommt der Hai in die Pfanne. Übrigens, das Fleisch sieht wirklich äußerst appetitlich aus. Und ich ärgere mich ein wenig darüber, dass es nun giftig sein soll. Es erinnert im Aussehen sehr an Hühnchenfleisch. Und ich würde zu gerne ein Streifen in die Pfanne hauen, muss aber noch abwarten. Wie gesagt, so lecker war es am Ende dann nicht. Obwohl bislang noch alles an der Wand hängt, hat der Hai auf ganz andere Weise schon Früchte getragen, nämlich in Form anerkennender Blicke meiner Nachbarn und anderer Leute, die sich sicher schon gefragt hatten, was der Gringo denn tagelang auf dem Eis vor dem Ort getrieben hat. Die ersten Stücke sind auch schon verschenkt. Meine Nachbarn Ewald und Eva meinen, das würde in ein paar Wochen sehr lecker schmecken. Ich bin gespannt. Damit ist die Hai-Geschichte eigentlich zu Ende. Ich habe aber der neuen Auflage noch eine kleine Anmerkung hinzugefügt. Die ist kurz, die lese ich jetzt am Ende auch noch vor. Anmerkung zu dieser Hai-Geschichte. Ganz bewusst habe ich diese Geschichte weitgehend so stehen lassen, wie ich sie 2006 erlebt und aufgeschrieben habe. Es ist mir aber wichtig anzumerken, dass meine Haltung sich hierzu geändert hat. Grönlandhaie werden mehrere hundert Jahre alt und ich muss zugeben, das habe ich damals nicht gewusst. Und sie reproduzieren sich nur langsam. Sie wurden früher in großer Zahl industriell gefangen. In meiner Geschichte wird hoffentlich deutlich, dass ich mich nicht zum Spaß auf Haifang begeben habe, sondern aus in Grönland weithin akzeptierten Gründen. Den Fang einzelner Haie durch grönländische Jäger stelle ich nicht in Frage. Aber ich würde heute nicht noch einmal den Versuch machen, einen Hai zu fangen, weder in Grönland noch anderswo. Genauso wenig, wie ich die Nachfrage nach Fleisch oder anderen Teilen geschützter oder schützenswerter Tiere wie Haie, Wale oder andere Arten befördern würde, indem ich irgendwo in einem Restaurant, Supermarkt oder Souvenirgeschäft irgendetwas davon bestellen oder kaufen würde. Niemand braucht heutzutage Walsteak oder Schnitzereien aus Narwalzahn oder Walrosselfenbein. Aber ein Tupilak aus Rentierhorn ist ein schönes Souvenir, das man besten Gewissens mitnehmen kann. Das habe ich auch damals gemacht. Ein Tupilak ist ja so ein grönländischer Geist, als Souvenir beliebt ist. Und, gegen das Schaf gestellt. Ich versuche es mal hier zu fokussieren. Na, vielleicht kann man es immerhin so erkennen. Also das ist so ein grönländischer Tupilak aus Rentierhorn. Und den kann man gut mitnehmen. Aus Walrosselfenbein würde ich sowas nicht kaufen. Genauso wenig, wie ich nochmal einen Grönlandhai fangen würde. Ich glaube auch nicht, dass ich nochmal in die Verlegenheit komme. Den Hunden hat sowieso auch nicht so gut geschmeckt. Aber sie haben es gefressen. Damit ist die Geschichte für diesen Teil zu Ende. Bin gespannt, was uns demnächst so einfällt. Wir sind sicher nicht in der Lage, die ganze Sommerpause über jeden Mittwoch einen Beitrag zu liefern. Aber mal schauen, irgendwas fällt uns bestimmt noch ein. Damit sage ich vielen Dank. Hoffe, es hat euch gefallen oder interessiert. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.